Hi, heute seit langem mal wieder eine Filmmaking-Business-Folge. Es geht um das Thema Umsatzsteigern als Filmemacher bzw. Umsatzsteigern als Kreativer. Die ganzen Methoden, die ich jetzt hier in diesem Video erwähne, kann man auch ganz leicht übertragen auf andere kreative Berufe. Das Ganze ist wie immer ein interaktives Format, das heißt, lasst gerne mal in den Kommentaren eure Erfahrungen einfach da für andere Leute zum Mitlesen. Ich denke, am Ende haben dann einfach alle was davon und ja, ich wünsche viel Spaß mit diesem Video. Los geht's! Ja, ich werde jetzt einfach so ein paar Mittel euch nennen, wie ich es so geschafft habe, in den letzten Jahren einfach meine Preise zu erhöhen und damit eben auch mehr Umsatz zu generieren. Ihr werdet sehen, es sind alles keine Wundermittel sozusagen. Letztendlich kommt es natürlich immer darauf an, was ihr für Erfahrung mitbringt, wie eure Filme aussehen, was ihr für Talent habt und so weiter. Das heißt, es sind jetzt keine Garantien, dass ihr mehr Umsatz habt, aber wenn ihr euch so ein bisschen an die Sachen haltet, die ich euch jetzt eben hier im Video mitgebe, solltet ihr es, denke ich, auch schaffen, so ein bisschen den Umsatz einfach zu erhöhen. Fangen wir gleich an mit Punkt 1. Punkt 1, das ist so der wichtigste Punkt für mich, also so habe ich es in den letzten Monaten und Jahren geschafft, meinen Umsatz am besten sozusagen zu erhöhen, ist es, indem ich sozusagen Zusatzleistungen angeboten habe, die jetzt nicht konkret von einem Kunden gefragt worden sind. Dazu nenne ich euch mal so ein paar Beispiele. Beispiel Nummer 1 war jetzt, ich hatte Anfang des Jahres eine Anfrage von einer etwas größeren Firma für eine Filmproduktion. Es ging da um einen Social-Media-Spot, der irgendwie auf Facebook geteilt werden sollte. Das Ganze war relativ kompliziert umzusetzen und folglich habe ich dann irgendwie 3 Drehtage angesetzt und noch so 2-3 Tage Schnitt. War also dann am Ende schon eine recht stattliche Summe für nur ein Social-Media-Video. Grundsätzlich wären die auch bereit, das so zu zahlen, aber ich habe dann eben einfach von mir aus auch noch vorgeschlagen, dass man an diesen Drehtagen auch gleich noch weitere Videos mitdrehen könnte, weil ich ja sowieso am Set bin. Das heißt, ich habe vorgeschlagen, noch so ein paar Statement-Videos aufzunehmen mit beteiligten Leuten, um einfach auch so ein bisschen Authentizität einfach mit reinzubringen. Hatte für die Firma eben den Vorteil, dass sie am Ende mehrere Videos als Output hatten und nicht nur das eine Video. Das Ganze wurde dann nicht wesentlich teurer, also ich habe dann eben noch 2 Schnitttage mehr berechnet, hatte somit also mehr Umsatz. Die Firma hat es nicht so viel mehr gekostet und hat am Ende auch mehr Videos gehabt. Das so als erstes Beispiel, also es sollte auf jeden Fall immer das Ziel sein, dass der Kunde was davon hat, aber ihr eben auch. Also der Kunde merkt natürlich, wenn ihr vorhabt, einfach nur mehr Geld irgendwie zu machen, das sollte nicht Ziel der ganzen Sache sein, sondern überlegt euch immer, was könnte der Kunde gebrauchen, schlagt es einfach vor und ich habe damit eben sehr gute Erfahrungen gemacht. Weiteres Beispiel ist, ich wurde jetzt angefragt für einen Fotojob. Ich mache eigentlich keine Fotojobs mehr. Ich habe persönlich nicht mehr eine professionelle Fotokamera und eventuell wollten sie noch ein Video haben. Und dann habe ich gesagt, lasst es doch so machen. Wir machen einfach das Video als Hauptsache, die ich euch jetzt hier anbiete. Fotos mache ich euch noch mit meiner kleinen Kamera dazu kostenlos. Habe also sozusagen so eine freiwillige Zusatzleistung angeboten. Die Filmproduktion war natürlich teurer in dem Sinne als ein reiner Fotojob. Das heißt, ich habe am Ende mehr Umsatz eben generiert, als ich jetzt bei einem Fotojob irgendwie generieren würde. Der Kunde war dann letztendlich sehr zufrieden, weil er eben ein Video und ein paar Fotos eben hatte. Natürlich waren die Fotos jetzt nicht das Hauptaugenmerk, sondern das Video. Aber trotzdem war der Kunde eben sehr zufrieden mit diesem Vorschlag und ich hatte eben am Ende auch mehr Umsatz. Auch hier wieder, der Kunde war glücklich, ich war glücklich und das sollte wie immer auch das Ziel sein. Noch ein weiteres Beispiel zu diesem Thema. Ich hatte mal eine Anfrage für einen Schnittjob. Da ging es um eine mehrteilige Tutorial-Reihe von einer Firma sozusagen. Gedreht haben die das eben selbst. Ich habe das Ganze dann nur geschnitten. Es war schon in Aussicht, dass es eben mehrere Teile sind, aber die wollten eigentlich erstmal so ein Video probeweise von mir geschnitten haben. Ich habe dann gesagt, wenn ihr gleich 5 Videos von mir safe abnehmt, dann kann ich euch das 6. Video kostenlos geben. Also einfach so als kleine Zusatzgabe bzw. Mengenrabatt ist auch so eine Sache, die man sehr gerne machen kann. Wir haben das Ganze dann vertraglich auch festgeregelt, das kann ich euch auch nur sehr empfehlen. Ich hatte es auch schon mal, dass ich sozusagen Mengenrabatt gegeben habe, aber nach dem ersten Video kam dann nichts mehr. Daraus lernt man, also macht das Ganze am besten schriftlich fest oder regelt das Ganze so, dass ihr ja den Rabatt wirklich erst beim 6. Video gibt. Also versucht dann nicht den Mengenrabatt gleich beim 1. Video mit einzurechnen, sondern erst bei dem 6. Video zum Beispiel, je nachdem. Auch das ist eine Sache, da werden vielleicht manche sagen, ja, dann arbeitest du ja einmal kostenlos. Im Umkehrschluss hatte ich dann aber auch 5 Videos sozusagen, die ich schon als Auftrag von vornherein hatte. Das heißt, ich habe meinen Umsatz quasi in Anführungsstrichen verfünffacht im Vergleich zu, wenn ich jetzt nur ein Video erstmal angeboten hätte. Auch hier war wieder der Kunde glücklich, er hat weniger bezahlt, ich habe meinen Umsatz von Anfang an schon gleich gesteigert, also wieder eine Win-Win-Situation. Das jetzt einfach mal so als 3 Beispiele zum Thema Zusatzleistungen, also ich habe wirklich, ich sag mal, 80 bis 90% der Fälle, wo ich eben sowas freiwillig vorgeschlagen habe,
gute Erfahrung gemacht und eine schlechte Erfahrung werdet ihr damit letztendlich nicht machen. Mehr als Nein sagen kann ein Kunde nicht. Im besten Fall steigert ihr eben euren Umsatz, der Kunde ist auch glücklich und was gibt es Besseres? Letztendlich sieht der Kunde ja auch dadurch einfach nur, dass ihr euch Gedanken macht über den Kunden und nicht nur irgendwie einfach einen Auftrag annehmt, um euer Geld zu verdienen, sondern ihr sieht, ihr macht euch Gedanken und das ist ja für einen Kunden eigentlich auch was sehr Schönes, wenn ihr eben solche Zusatzleistungen anbietet. Der zweite Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist und glaube ich bei allen Kreativen irgendwie unterschätzt wird, ist, kennt euren Wert. Also ich kann euch sagen, dass viele von euch oder ich ja natürlich auch, so habe ich angefangen, nicht den Wert von einem Film für ein Unternehmen zum Beispiel kennen. Ich habe es einfach mal so gemacht, ich habe mal, keine Ahnung, ich hatte jetzt eine Anfrage für ein Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Da könnt ihr euch einfach mal ausrechnen, wie viel allein die Mitarbeiter so ein Unternehmen im Monat kosten. Das ist dann ein siebenstelliger Betrag in der Regel. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass auch entsprechend Marketingbudgets da sind in Höhe von, weiß nicht, irgendwas fünf- bis siebenstelliges, je nach Unternehmen natürlich. Das sind also schon sehr, sehr hohe Budgets, die da irgendwie allein fürs Marketing bei so einem Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern zum Beispiel eingeplant werden. Was man auch machen kann, ist sich zum Beispiel überlegen, was verkauft die Firma. Also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr auch einen Auftrag für eine Firma aus der Industrie. Die haben Maschinen verkauft und die günstigste Maschine, die die verkauft haben, war irgendwie bei 20.000 Euro, 25.000 Euro. Da habe ich dann auch überlegt, wenn allein durch einen Film, den ich jetzt mache, schon eine Maschine mehr verkauft wird, dann hat dieses Unternehmen gleich schon 25.000 Euro mehr Umsatz gehabt. Und entsprechend könnt ihr davon ausgehen, dass euer Film diesem Unternehmen auch so viel wert sein sollte. Also jetzt nicht unbedingt genau diesen Betrag, aber dass so ein Film schon teurer ist, als ihr jetzt vielleicht ursprünglich mal gedacht habt. Ich habe auch am Anfang den Fehler gemacht, dass ich viele Preise so kalkuliert habe, wie jetzt eine Privatperson vielleicht noch bereit wäre, dazu auszugeben. Da habe ich mir so gedacht, so ja, 500 Euro sind ja für eine Privatperson schon viel. Aber diesen Fehler darf man einfach nicht machen, sondern man hat es ja in der Regel mit Firmen zu tun, die auch entsprechend, wie gesagt, Marketingbudgets auch haben. Und die sind eben deutlich über dem, was eine Privatperson zum Beispiel zahlen würde. Also genau, überlegt so ein bisschen, mit wem ihr es zu tun habt, mit was für einen Kunden und passt danach auch entsprechend eure Preise an. Auch hier nochmal so ein Beispiel, vor 3 oder 4 Jahren oder so, da war ich ja noch Student und so und dann habe ich auch für eine Firma ein Festival gefilmt für 500 Euro, wo ich heute sagen würde, okay, da kann man locker nochmal eine Null dranhängen. Aber das sind so Sachen, für mich war das damals viel Geld als Privatperson und es war auch ein schönes Festival und so, aber diesen Fehler darf man nicht machen, wenn man davon eben irgendwann mal leben möchte. Das habe ich mittlerweile begriffen und da kann ich euch auch nur sagen, überlegt so ein bisschen, mit was für Firmen ihr zu tun habt und was so ein Video einer Firma auch bringt. Ein anderer Ansatz, seine Preise zu gestalten, ist der, dass ihr überlegt, wie viele Tage habt ihr im Monat Aufträge. Also beispielsweise werdet ihr im Durchschnitt 10 Tage im Monat gebucht. Dann könnt ihr daraufhin wieder überlegen, wie viel Geld braucht ihr monatlich und könnt danach dann entsprechend euren Tagessatz zum Beispiel festlegen. Ich kann euch natürlich jetzt nicht sagen, wie viel Geld ihr im Monat braucht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass viele Leute oder viele junge Leute unterschätzen, wie viel Geld man monatlich als Umsatz braucht, um solide, nachhaltig, selbstständig sein zu können. Für mich war das jetzt so ein Betrag, als ich angefangen habe. Ich habe eine relativ günstige Wohnung, aber trotzdem mit allem drum und dran, also mit Krankenversicherung, Altersvorsorge und Equipment plus jetzt hier vielleicht noch so ein Büro zur Miete oder so, ist so das Minimum, was ich jetzt mal so in den Raum schmeißen würde, wären um die 5.000 Euro monatlich an Umsatz, die man mindestens mal generieren sollte. Das klingt jetzt vielleicht für einen Berufseinsteiger sehr, sehr viel, aber ich kann euch garantieren, dass ihr mit 5.000 Euro im Monat Umsatz nicht wirklich reich werdet. Also das ist so das Minimum, sage ich mal, was ihr erreichen solltet, um langfristig selbstständig zu sein. Danach könnt ihr dann entsprechend eure Umsätze auch anpassen bzw. eure Tagessätze anpassen und euch das Ganze dann eben hochrechnen. Falls ihr mal irgendwann eine Familie ernähren wollt oder so, sind 5.000 Euro Umsatz als Selbstständiger viel zu wenig, das kann ich euch garantieren, einfach weil die Ausgaben natürlich auch extrem hoch sind. Zum Thema Ausgaben, das hatte ich ja schon mal vor längerer Zeit versprochen, kommt auch bald nochmal eine Filmmaking-Business-Folge, vielleicht sogar mit meinem Steuerberater zusammen, da sind wir gerade noch so ein bisschen am Quatschen, dass ich da auch nichts Falsches sage. Genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, ist glaube ich auch sehr aufschlussreich. Der nächste Punkt lautet älter werden, das klingt ein bisschen banal und kann man natürlich auch so ein bisschen in Klammern setzen, aber es ist tatsächlich so, ich habe einfach die Erfahrung auch selbst mitgemacht. Ich habe ja mit 18 Jahren ungefähr angefangen zu filmen. Eine Firma oder eine größere Firma, die entsprechend auch die guten Budgets eben für Filme raushaut, wird mit großer Wahrscheinlichkeit eher jemanden beauftragen, der vielleicht schon 10 Jahre im Business ist und Erfahrung mitbringt und ein bisschen selbstsicherer auftritt,
als jetzt einen 18-Jährigen, der gerade angefangen hat, vielleicht schon gute Referenzen hat, aber eben noch nicht ganz so selbstsicher auftritt. Und ja, also das kann ich mittlerweile aus Business-Sicht schon nachvollziehen, dass eine Firma eher einem erfahrenen Menschen Geld gibt. Deshalb kann ich euch auch nur sagen, falls ihr jetzt jung seid und das Video guckt, ja, habt ein bisschen Geduld. Also sammelt Erfahrungen, baut euer Portfolio schön auf und werdet ein bisschen älter. Das klingt ein bisschen blöd. Falls ihr noch sehr jung seid, habe ich Erfahrungen gemacht, kann man gerade so Musikvideogeschichten, Festivals oder auch Hochzeiten öfters mal filmen oder hat dann die Möglichkeit zu. Wenn es im Bereich Imagefilm oder Produktfilm geht, gerade das sind ja so die Sachen, wo man wirklich ganz gut auch Geld verdienen kann, wird es ein bisschen schwieriger als junger Mensch. Also das ist jetzt nicht irgendwie diskriminierend gemeint, aber es ist einfach nur so meine Erfahrung, meine Einschätzung. Vielleicht habt ihr da auch andere Erfahrungen gemacht. Ist wie gesagt nur meine Einschätzung. Der letzte Punkt hat jetzt nichts direkt mit Filmaufträgen zu tun, aber ist auch eine schöne Einnahmequelle für Filmemacher. Und zwar ist das Stock-Footage nutzen. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Ich hatte ja schon mal in einem anderen Video gesagt, dass ich dazu ein Video mache, wenn ich da Erfahrung gesammelt habe. Ich habe immer noch nicht so viel dazu berichten. Ich habe jetzt angefangen, schon mal Stock-Footage, so eine Stock-Footage-Bibliothek sozusagen anzulegen. Die Stock-Footage-Plattform Artgrid, das ist ja die Plattform, um die es geht. Ich werde aber auch mein Footage noch auf anderen Plattformen eben veröffentlichen. Das ist ja nicht exklusiv die ganze Geschichte. Und da werde ich einfach mal gucken, was dabei rumkommt und euch dann nochmal da auf den Laufenden halten mit konkreten Zahlen auch. Ich kann nur sagen, es ist viel Arbeit auf jeden Fall, aber man hat ja immer auch mal Tage, wo man nicht viel zu tun hat. Beruflich gibt es einfach öfters auch mal, dass man einen Tag gerade nichts zu tun hat und dann kann man auch am Stock-Footage zum Beispiel weiterarbeiten. Und das ist eine super Sache eben, um passives Einkommen zu generieren. Man hat einmal die Arbeit und danach kommt das Einkommen von alleine, zumindest in der Theorie. Wie gesagt, ein Erfahrungsvideo kommt dann dazu, wenn es soweit ist. Ja, das war mein Video zum Thema Umsatz steigern als Filmemacher. Wie gesagt, der erste Punkt, den ich genannt hatte, ist so der Punkt, mit dem ich am meisten meinen Umsatz auch steigern konnte. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Aber es ist auch, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr euren Wert kennt, auch als Unternehmen und nicht die Preise so für eine Privatperson kalkuliert, sondern wirklich für ein Unternehmen, was damit auch viel Geld verdient unter Umständen. Also lasst euch da irgendwie nicht abziehen von größeren Unternehmen und kalkuliert eure Preise vernünftig. Ja, falls ihr noch Tipps kennt, um den Umsatz zu steigern, wie gesagt, lasst es gerne in den Kommentaren unten für alle Leute da. Ich denke, am Ende haben alle was davon. Und ja, falls ihr noch Fragen an mich habt zu dem Thema, gerne auch das in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.